Und in Berlin begrüße ich jetzt Evin Dardelen von den Linken. Frau Dardelen, das, was wir da gerade gehört haben, die erste öffentliche Anhörung der Geheimdienstchefs, war das ein gelungener Schritt? Nein, das war eine reine Showveranstaltung ohne Mehrwert und auch Informationswert. Das war eine Propagandaveranstaltung, wo die Geheimdienste nochmal eine Bühne bekommen haben, eine öffentliche Bühne, jetzt nochmal ihren ganzen Forderungskatalog runterbeten zu können. Und ich finde, was wir stattdessen brauchen, ist tatsächlich eine echte Reform der Kontrolle der Geheimdienste, wo es eben nicht mehr die Lizenz zum Lügen gibt für die Geheimdienste, dass sie machen können, was sie wollen, ohne irgendwelche tatsächlichen Konsequenzen befürchten zu müssen, wie beispielsweise eben uns als Parlamentarier gar nicht zu informieren oder auch eben falsch zu informieren. Sie erstaunen mich da ein bisschen, Frau Dardelen, weil André Hahn, der ja für die Linken im parlamentarischen Kontrollgremium ist, der war nicht ganz so unzufrieden wie Sie. Der sagt schon, naja, besser wäre natürlich gewesen, wenn das vor der Bundestagswahl hätte stattfinden können, aber prinzipiell findet er, ist das ein guter Schritt. Naja, das Problem ist, das Vorbild war ja ein bisschen auch die US-Amerikaner und der Umgang mit den Geheimdiensten dort. Und da muss ich sagen, da sind wir ja wirklich meilenweit entfernt davon, wie die Anhörungen dort stattfinden, wie die Kontrolle dort stattfindet. Beispielsweise möchte ich mal nennen den CIA-Folterreport. Da hat der Geheimdienstausschuss beispielsweise 6 Millionen Dokumente in 5 Jahren sichten können, auswerten können. Und bei uns haben wir eher die Erfahrung, dass wahrscheinlich diese 6 Millionen Dokumente geschreddert worden wären oder geschwärzt worden wären. Insofern ist es eigentlich gar nicht mal das, was man eigentlich hoffte zu erreichen. Die Mitglieder des parlamentarischen... Geheim müssen Geheimdienste ja doch arbeiten, damit sie tatsächlich ihre Arbeit tun können. Sonst bräuchte man sie ja gar nicht mehr. Na, das ist natürlich insoweit richtig, aber das Problem ist, dass es auch keine Kontrolle gibt. Es gibt keine parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste und ich finde, das kann man in einer Demokratie nicht zulassen, das ist nicht zumutbar. Was wir im Moment haben, ist die Kontrolle der Geheimdienste durch die Bundesregierung und wir als Opposition beispielsweise, als Parlament, wir sind da völlig außen vor. Wir sollen ja kontrollieren, die Kontrolle der Regierung über die Geheimdienste. Und das Problem ist, dass die Geheimdienste tatsächlich keinerlei Befürchtungen haben müssen zu irgendwelchen Konsequenzen, wenn sie uns im Parlament falsch informieren oder gar nicht informieren. Und deshalb finde ich beispielsweise, und das fordern wir schon seit langem in der Linken, dass wir wir brauchen ein Sondergesetz, ein Sonderstrafrecht für Gesetzesverstöße durch die Geheimdienste, damit sie auch, wenn sie eine Straftat begehen, wie jeder andere Mensch auch beispielsweise, dass sie dann auch Konsequenzen zu fürchten haben. Also die Forderungen sind aufgestellt von Sesim Dardelen. Wir wollen gleich weiterreden.